Willkommen zurück bei Lost in Random. In der letzten Folge haben wir uns ein wenig umgesehen in dieser zwielichtigen Spelunke-Spielstadt. Oh, da oben sind noch Vasen zu zerstören. Vasen gibt es hier ungeheuer viel in Vielburg. Ja, und dieser Mann hier, der sammelt Geistergeschichten. Und wir haben ja noch eine auf Lager. Go on. Children are both more likely to see a ghost and more likely to be completely terrified by their encounter. I can't wait. I see. And? Did they, you know, die at the end and become a ghost? Huh. Well, that's, that is technically a ghost story then, and, well, I'll say thanks, but I don't want to. You see, that ghost story is as disappointing as it is not spooky. Which is to say, it is extremely both those things. Oh, keep trying, though. Heard any good ghost stories lately? Oh, listen. You come across any other spooky stories, you let me know. Ja, wir fanden die Geschichte, oder ich fand die Geschichte auch nicht so beeindruckend. Naja, vielleicht finden wir ja noch bessere. Sollten wir bei Many Decks mal wieder was ausgeben? Welcome to Forburg. You gotta go where the business is, and I figure that old Foreman will buy from me someday. Hey, mate, why so glum? We found each other, and now we can talk and trade cards. Life doesn't get any better than this, you know. Whoa! Now listen, mate. I know things get bleak sometimes. Truth is, this was my hometown once. Born and raised here. I left way back before the town got ruined by you-know-who. And it's weird to be back. Nothing ever stays the same. You turn your back for one moment and, well, you can look around to see what happens. But things get better, right? They have to. Otherwise, they just stay like this, mate. And I don't know how to handle that. Oh, anyway. Enough about me feeling sad. You know what I'd rather feel? I'd rather feel cards in my hands as we trade them, eh? Ha ha! Ha ha! You took the words right out of me cabinet. Ja, die finde ich tatsächlich gut. Die könnten wir mal nehmen und dann ersetzen wir sie durch unsere +1-Karten. Was ist das? Ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig abgefahrene Karten kommen gar nicht so richtig dazu. Haben wir die eigentlich schon gekauft? Ich weiß es nicht. Ja. Da, das ist neu. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur in eine Richtung, ne? Haben wir diese Würfelunterlage schon? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal eben in unser Deck reingucken, dann wissen wir es genauer. Ja, jetzt würde ich tatsächlich erstmal die Ordnung ändern nach Name, genauso. Und dann würde ich sagen, die schmeißen wir raus.
Und nehmen die mit. Da haben wir drei von. Das Ding finde ich nicht schlecht, das würde ich drin lassen. Der ist auch gut. Und des Königs. Wir könnten mal einen Gesundheitselixier rausnehmen. Dann können wir noch eine Sache wieder mehr mitnehmen. Ne, wir haben die Würfelunterlage nicht. Wie ich sehe. Oder übersehe ich sie gerade? Doch da. Die Sache ist natürlich, wir sind schon immer viel in Bewegung und dafür müssen wir ja genau an dem statischen Ort stehen bleiben. Und momentan haben wir eh nur eine 3 Würfel. Nee, ich würde sagen, wir packen nochmal den Bogen dazu. Okay, wir hatten jetzt nur einmal Pech in dieser Bibliothek oder dem Kuratorium, wie es hieß. Ah, lassen wir so. Ah, hier sind wir. Sind wir wieder auf dem Vorplatz. I've never been to the Soothsayer District. People disappear in there. They mess with powers they shouldn't. Okay. Ja, wir sind aus dieser Richtung aber gekommen. Jetzt können wir nicht mehr dahin zurück. Ist ja auch interessant. Und hier standen vorhin die ganzen Leute in der Schlange. Fantastisch. Ach nein. I won again? Talk about beginner's luck. Seymour, what are you doing here? Hey, even. Sorry, guys, I gotta bounce. My friend, it's good to see you. Made it to Forberg, huh? Hey, how goes the brave quest? I'm heading home, Seymour. But I don't see your sister with you. She's, I don't know what I'm doing anymore, Seymour. I'm starting to think I don't even know who Odd is. Maybe I never did. Maybe it was a mistake to look up to her. To anyone. We all disappoint other people, don't we? And here I am disappointing you. All right, so you want to go home. Let's start there. You certain about this? That just tells you you're alive. Life's a roll of the dice, right? It's okay to want to go home. It's okay to feel lost or be lost and to just take things one step at a time. Do you know your way back? Nee. Kannst du mich bringen? Können wir Ludo umgehen, aber das wird sicherlich nicht der Weg sein. I wish I could, but frankly, I'm kind of lost myself. In a fun way. But lost all the same. One of the Bag Brothers? Yeah, I've met him. Mighty sure of himself, that guy. A little too sure, if you ask me. I heard he gambled away his brother, Bruto. Poor kid. Poor kids. Let me guess. You need to get his brother back from the High Roller. Yeah?
and the high roller only ever rolls fours. So if you could roll a five. Of course, pass the little guy over. So we just add in the dots he had in Two Town, and now the extra dots you found back in Threedom. And... ta-da! Meet your new improved, more repaired Dicey. Now you can roll up to... four... Which is still not enough to beat the high roller. Sorry, Even. Well, I know where you could find some more dots, but... forget I said anything. It's dangerous. Ja. Ich bin gefährlich. Whoa, is that a threat? I mean, it probably gets you results, but still rude. I mean... There's no guarantee of success. Die hatten wir nie. You eat an absence of things for breakfast? Weird. Anyway, fine. Just don't tell her I'm the one who sent you. Even, go to the soothsayer tents and ask about Uma. Very discreetly. It's not a name you'd throw around just anywhere. Good luck. I'm rooting for you. Don't get eaten. Ich gebe mir Mühe. Ja, cool. Unserem Dicey geht's wieder gut und ist sogar fett aufgewertet. Wir können es eine 4 würfeln. Das schockt doch. The bag brother. Yeah, he was a little shifty. But it's not like we have a lot of options, Dicey. Look, do you have a better idea? I'm sorry, Dicey. This town is having an effect on me. Look, let's do what we can. Ja, wir müssen immer noch eine weitere Geistergeschichte finden. Kennst du Geistergeschichten? Ah, wir sind in der Wahrsager-Gegend. Ja, ich muss sagen, das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde, dass die ideale Antwort oder die Standardantwort in aller Regel immer oben ist. Das heißt also, jemand, der einfach durchgehend auf E hämmert, wird genauso zum Ziel kommen wie jemand, der sich die Mühe macht und sich mit allen Optionen befasst. Irgendwie war es lediglich beim Kampf gegen den Rezimegrüb, wo die Antworten wirklich was gezählt haben. Also wo man das Richtige auswählen musste. Nur da waren... waren die Idealantworten nicht immer ganz oben, aber sonst schon. Komme ich hier vorbei? Ja, sehr gut. Okay. Ja, wenn das hier die Wahrsageallee ist, dann will ich hier nicht sein. Ich will mich ja erstmal umsehen und in Ruhe alle anderen Sachen machen. Ich will noch Geistergeschichten finden. Und wir müssen noch die Spekulantin finden.
Ihr Heiligenstraße. That foreman, and no, I will not call him the High Roller, is such a villain. He ruined my life, you know. The foreman, pardon me, the High Roller, thinks he's so great, but he's a jealous coward propped up by his fake dice. Unecht? Aha. Okay. Ist etwas zu spät ausgewichen. So. Der 2. So, sieh mal einer, guck, und jetzt können wir nämlich mal diese Karte hier verwenden. Zack, haben wir eine 5. Das ist schon cool. Jetzt können wir nämlich Hammer Time. Und den können wir auch noch spielen. Wir hätten den eher an den Rand der Map setzen sollen. Und dann darauf spekulieren, dass wir die da reinlocken können. Eieiei, okay. Oh, das war knapp. Das, da hätte man mir auch die Energie auch schon abziehen können, finde ich. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen, weil es uns nicht besonders gut geht. Ja, dann spielen wir noch den anderen Heiltrank. Ja, wir haben ganz schön kassiert. Das war nicht so. Schauen wir uns mal hier hin. Mit der Hand. So, das sieht doch gut aus. Erneuern und verstärken auf jeden Fall. Weitere Würfelpunkte auf jeden Fall. Faden des Schicksals. Wie ist das so? Habt ihr so genannt?
Oh, ich hab mich irgendwie verhakt. Ja, ein bisschen unnötig viel kassiert jetzt, aber passt schon. So. Uns erstmal 3 Punkte. Holen uns die Hand. So. Und mit den verbliebenen 2 Punkten heilen wir uns. Den könnten wir mal anpinnen für nächste Runde. Ja, mein Hammer ist ja eigentlich noch sehr gut gestellt. Aber Glück gehabt, dass er gerade seine Deckung aufgerissen hat. Na, perfekt. Boah, Mensch. Unnötig. Tada! I hate gaming. That's right. I said it. I hate gaming. Huh. You spoke to my friends. Of course you did. Ugh, look at me. Asking a kid what I should do with my life. But I am asking. What do I do, kid? Go back to speculating on games to fit in, or give it up and risk being lonely forever. Hmm. That's just it! It's bad! I feel bad doing it! It might work for them, but it's not working for me! I want something different out of life, something better! Thanks, stranger. You're the only one I've met here who's not addicted to letting chance rule their lives. It's so... random. Well, bye forever! Huh. Ja. Also... Oh, was habe ich jetzt bekommen? Mist. Well, bye forever! Hm, naja. Ich befürchte, die beiden werden nicht zufrieden sein. Die Entengruselgeschichte. Ich muss noch eine weitere Gruselgeschichte finden. Schweizer Boy. Boy, die. Does she want to speculate with us? Hm. Ist die Quest jetzt damit beendet? Ja, gut.
Gut, wir haben jetzt keine Karte dadurch bekommen, aber ich finde, wir haben das Richtige getan und das ist ja auch, auch was wert. Verlorene Seelengasse, das klingt aber ja eigentlich ideal nach einem idealen Nährboden für Geistergeschichten. Königinstraße, Mist. Hm. Ah. Der vielleicht noch eine Geistergeschichte? Oh. Hier gibt es auf jeden Fall Münzen zu holen. Die lassen wir ja nicht liegen. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir da unten mal mit dem netten Herrn mit seiner Pappfigur sprechen. In der Hoffnung, eine Geistergeschichte zu finden, die wir dann verkaufen können. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao.